Die heutige Vorlesung wird vom Charakter her etwas anders sein als die bisherigen, weil wir nämlich zunächst mal abbiegen aus der theoretischen oder aus diesem Thread, dem wir folgen, dem Versuch, abstrakte theoretische Modelle für Berechnung zu bauen und zunächst mal anfangen mit dieses Mal was vergleichsweise Konkretem, dass die viele von Ihnen oder vielleicht sogar alle, je nachdem wie die Betriebssysteme verteilt sind, auf ihrem Rechner als Tool haben, und werden versuchen, die Verbindung herzustellen zu dem, was wir in der theoretischen Informatik machen. Also quasi eine ganze Vorlesung, wenn Sie so wollen, voller Beispiele und dann zwei großen Beweisen am Ende, nämlich regulären Ausdrücken. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, die letzten paar Vorlesungen haben wir über reguläre Sprachen gesprochen. Das Wort regulär tauchte sehr oft auf im Kontext der endlichen Automaten. Und viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon mal von regulären Ausdrücken gehört. Nicht von regulären Sprachen, sondern von regulären Ausdrücken. Hände hoch, wer hat schon mal Regex gehört? Wer hat schon mal eine Regular Expression selber benutzt? Das sind nicht alle, aber ich würde sagen, es ist weniger als die Hälfte der Veranstaltung. Das heißt, Sie gehören zu den, Sie sind quasi der Protagonist dieses Webcomics. Ja? Also für die, die es nicht lesen können, ist ein bisschen klein. Ja? Der Witz ist, dass die beiden sich hier, die Situation ist, dass irgendwie der Kriminalfall, der Killer ist weg und der ist in. Ist hier irgendwie hinterher und wir wissen aber nicht, wo sie ist. Und wir haben nur E-Mails auf dem Computer und das sind irgendwie Tausende und Tausende von E-Mails, 200 Megabytes voller E-Mails. Und irgendwo da drin ist die Adresse. Wie finden wir aus diesen ganzen E-Mails irgendwas, was wie eine Adresse formatiert ist? Ahaha, stand back. I know regular expressions. Pearl. Und dann, hier kommt die Antwort. Also, viele von Ihnen kennen diese Art von Eingabe. Im einfachsten Fall kennen Sie einfach den Stern. Wenn Sie in Unix-basierten Systemen irgendwas löschen wollen, alle Dateien löschen wollen, die auf PDF enden, dann machen Sie irgendwie sowas. Und wenn ich in meinem LaTeX-Code nach irgendwie den Titeln von Slides suche, dann gebe ich irgendwie sowas ein. Und es gibt da lauter nette Webseiten dazu. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Sport unter den Computer-Nerds, dass man da möglichst komplizierte solche Regular Expressions schreiben kann. Die Programmiersprache Perl benutzt die besonders zentral. Und was sie sind einfach eine Art, eine Notation, um Mengen von Ausdrücken zu charakterisieren. Und da fällt Ihnen vielleicht schon eine gewisse Verbindung auf zu den Sprachen, über die wir bisher gesprochen haben. Ja, nämlich aus einem Satz an Strings eine bestimmte Teilmenge auszuwählen, welche bestimmte Muster erfüllt. Heute werden wir uns die ganze Vorlesung mit diesen regulären Ausdrücken beschäftigen. Und dazu fangen wir jetzt erstmal an mit der formalen Definition eines regulären Ausdrucks. Die ist nämlich erstaunlich kompakt. Wer hat schon mal die formale Definition des regulären Ausdrucks in irgendeiner Vorlesung gesehen? Nicht so viele, das ist gut, dann können wir sie nämlich jetzt endlich sauber machen. Die ist nämlich überhaupt nicht so komplex, wie das hier, dieses Bild vielleicht suggeriert, sondern sie ist erstaunlich kompakt und in ihrer Kompaktheit eigentlich überraschend. Sie ist nämlich eine rekursive Definition, oder wenn Sie wollen, eine induktive Definition. Sei Sigma wieder ein Alphabet, darüber haben wir schon oft genug nachgedacht, dann gilt Folgendes. Wir identifizieren jetzt einen Satz an Ausdrücken als wohlformatierte, reguläre Ausdrücke. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir fangen an mit elementaren, regulären Ausdrücken. Und da gibt es zunächst mal die leere Menge. Die leere Menge ist ein regulärer Ausdruck. Sagen wir per Definition. Zweitens ist das leere Wort, Epsilon, auch ein regulärer Ausdruck. Das dürfen wir also schreiben. Außerdem sind alle einzelnen Buchstaben, also alle Elemente des Alphabets Sigma, auch reguläre Ausdrücke. Soweit, so gut. Das ist die Basis der induktiven Definition. Und dann konstruieren wir durch Operationen auf regulären Ausdrücken weitere reguläre Ausdrücke. Wir sagen nämlich, die Vereinigung von regulären Ausdrücken ist auch wieder ein regulärer Ausdruck. Die Verkettung von regulären Ausdrücken ist auch wieder ein regulärer Ausdruck. Und der klinische Abschluss, also die klinische Hülle über reguläre Ausdrücke, ist auch wieder ein regulärer Ausdruck. Und hier links sehen Sie also die formale Definition, wie wir das, ich sag mal,
mathematisch machen. Und hier rechts drüben ist die Notation, die Sie aus Ihrem Terminal kennen. Je nachdem, welche Art von Regular Expression Parser Sie benutzen. Vielleicht benutzt Ihrer auch nicht die eckigen Klammern, sondern geschweifte Klammern. Wir schreiben in regulären Ausdrücken die Pipe, also die vertikale Linie, als oder, als Vereinigung, ja, sowohl als auch. Wir schreiben Sachen einfach hintereinander, um sie zu verketten. Also der Ausdruck A, B ist offensichtlich ein regulärer Ausdruck, weil sowohl A als auch B reguläre Ausdrücke sind. Und dann gibt es diesen cleanen Abschluss, den schreibt man so. Das heißt, das hier drüben ist so die Notation, die Sie eher so LaTeX-mäßig kennen. Das schreibt sich halt schlecht auf dem Terminal, deswegen gibt es diese Abkürzungen dafür. Und dann gibt es noch eine Konvention, in welcher Art und Weise diese Ausdrücke gelesen werden. Das ist so eine Art, ne, so wie Sie kennen das wie in der Mathematik, Klammer vor Potenz, vor Punkt, vor Strich. Der kleine Stern wird gelesen vor der Verkettung, vor der Vereinigung. Also, naja, Sie können sich denken. Oder hier unten drunter steht es, ja, also so, dieser Ausdruck wird so gelesen und dieser so. Und außerdem gibt es noch so ein paar Abkürzungen, Corner Cases, ja, die wir irgendwie abdecken müssen. Also der Abschluss vom Abschluss ist einfach wieder der Abschluss. Der Abschluss der leeren Menge ist das leere Wort und der Abschluss des leeren Wortes bleibt weiter das leere Wort. Einfach nur damit wir wissen, wie wir umgehen sollen damit. So, und jetzt können wir diese Art von Sprache benutzen, was macht man typischerweise damit auf dem Computer? Man hat irgendwo eine Datei rumliegen oder einen ganzen Dateibaum, einen ganzen Ordner voller Dateien und sucht da drin nach irgendeinem bestimmten Ausdruck. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Ordner, wo ich die LaTeX-Sourcen für diese Slides, die Sie gerade anschauen, habe und mich fragt, heute ging es irgendwie vorher kurz ums Gendern und dann wollte ich irgendwie wissen, was waren nochmal die beiden Kommentare, die so nicht ganz positiv waren, die habe ich farblich markiert, irgendwie in Rot oder Orange, dann suche ich also nach diesen Ausdrücken, das ist also nach einer Zeile in der Datei, die irgendwie anfängt, diese Notation mit dem Punkt, die bedeutet in dem Standard POSIX-Notation für reguläre Ausdrücke ein beliebiges Zeichen aus dem Alphabet, abgeschlossen, also irgendwas davor, irgendein beliebiger String, dann kommt entweder Rot oder Orange auf Englisch, weil das sind die Namen meiner Farben, dann kommt wieder irgendwas Beliebiges und dann kommt irgendwo das Wort Gendern, das entweder groß oder klein geschrieben wird, mit dem kleinen oder großen G, und danach wieder irgendwas in dieser Datei und dann findet dieses Ding für mich zwei solche Zeilen, die ich da rauslesen kann, die Sie gerade kennen aus den vorherigen Slides. Okay, den Begriff Grep haben alle schon mal gehört. Selbst diejenigen, die, wie ich hier sehe, manche Windows-Computer vor sich stehen haben, kennen den wahrscheinlich trotzdem. Wer weiß, wofür Grep steht oder eGrep? Aber okay, einmal Hände hoch. Wer hat schon mal dieses Kommando aufgerufen auf seiner Linux-Maschine oder seinem Mac? Oh, okay. Also diejenigen von Ihnen, die auf einem Unix-basierten System arbeiten, haben alle dieses Kommandozeilen-Tool in Ihrem Terminal, auch auf macOS. Und das GREP steht für Global Regular Expression Print. Es steht nicht für den GNU Regular Expression Parser, was man denken könnte, sondern für was anderes, ist nämlich älter als GNU. Und das E steht für Extended, weil es etwas eine erweiterte Syntax hat. Ja, was ist denn diese erweiterte Syntax? Das ist nämlich genau das, was Sie eigentlich diese Ausdrücke wirklich mächtig macht. Typischerweise benutzt man eine ganze Reihe an zusätzlichen Strukturen in solchen regulären Ausdrücken. Das macht dann Programmiersprache draus, ne, wenn man so möchte. Also ein relativ kräftiges Tool, mit dem man irgendwie angenehm arbeiten kann. Naja, so mega angenehm ist es nicht, ehrlich gesagt. Aber ja. Nämlich zum Beispiel gibt es solche Syntaktik-Sugar wie das Fragezeichen. Das erkennt genau 0 oder 1 Vorkommen des vorherigen Zeichens. Also wenn ich A Fragezeichen schreibe, dann matcht es auf Strings, die entweder nur A enthalten oder das leere Wort. Punkt habe ich Ihnen gerade gezeigt, erkennt ein beliebiges Zeichen und dann gibt es noch so ein paar mehr. Also zum Beispiel ist das Plus, ist so ähnlich wie dieser, Sie kennen aus der Definition der klinischen Hülle, da haben wir so eine Version definiert mit einem Plus statt einem Stern. Das ist also mindestens einmal den Ausdruck, nicht null oder mehr, sondern mindestens einmal.
Und dann gibt es noch so dieses mit dem Zirkumflex, das ist quasi das ist das Komplement, wenn Sie so wollen, also ein Ausdruck, der nicht die Buchstaben A, B oder C enthält, aber alle anderen, also ein beliebiger andere. Dann gibt es auch solche geschweiften Klammern, die mindestens n-mal und höchstens m-mal den Ausdruck matchen oder genau n Vorkommen des Zeichens matchen. So, ich zeige Ihnen diese nicht, weil ich jetzt, das ist hier ein Programmierkurs ist in Regular Expressions, das dürfen Sie gerne dann irgendwie daheim weitermachen und sich hier zum Superhelden ausbilden lassen, sondern um einmal kurz darauf hinzuweisen, das ist eine typische Struktur, in der theoretischen Informatik wir uns mit sehr kompakten Definitionen beschäftigen, weil es dann leichter wird, die Beweise zu führen. Und in der Praxis, wenn man solche Tools einsetzt, man sie dann erweitert, indem man solche zusätzlichen Funktionalitäten hinzufügt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, das, was hier definiert ist, ist denn das noch das Gleiche, wie das, was wir gerade eben mathematisch hingeschrieben haben? Und dazu müssen wir uns vergewissern, dass diese Funktionalität, die hier steht, dass wir die abbilden können auf den sehr viel kompakteren Satz an Regeln, den ich zwei Slides vorher hatte. Ich habe sogar die Antworten für all diese auf den Slides, vielleicht machen wir aber nur ein, zwei Beispiele. Zum Beispiel fangen wir doch oben an mit dem Fragezeichen. Ja, das Fragezeichen erkennt 0 oder ein Vorkommen des vorherigen Zeichens. Also sagen wir mal, der Ausdruck A Fragezeichen, den habe ich auf den zwei Slides vorher nicht sauber definiert, der stand nicht drauf. Sondern da hatte ich nur das leere Wort und die leere Menge. Und alle Buchstaben sind reguläre Ausdrücke, also A ist offensichtlich ein regulärer Ausdruck. Und außerdem ist Vereinigung, Verkettung und klinischer Abschluss ein regulärer Ausdruck. Inwiefern ist dieses A-Fragezeichen abbildbar auf diesen elementaren Satz an Operationen? Ja. Genau. A Fragezeichen ist entweder A oder das leere Wort, das heißt, es ist die Vereinigung von A und dem leeren Wort. Ja? Und das leere Wort ist ein regulärer Ausdruck, A ist ein regulärer Ausdruck, die Vereinigung von zwei regulären Ausdrücken ist ein regulärer Ausdruck, also funktioniert. Das nächste ist ein bisschen schwieriger und da zeigt sich, warum halt Programmiersprachen solchen Syntaktik-Sugar haben. Was ist denn das Punkt? Das Punkt ist ein beliebiges Zeichen. Inwiefern ist das ein regulärer Ausdruck? Wir haben ja nur gesagt, dass alle einzelnen Zeichen jeweils reguläre Ausdrücke sind. Ja? Genau, das ist die Vereinigung des ganzen Alphabets. Das ist einfach irgendwie eine Abkürzung, das ist eine Notationsabkürzung. Nämlich halt die Vereinigung von A und so weiter bis Z. Und die steht halt irgendwo da drin versteckt in diesem Parser für die regulären Ausdrücke, damit Sie das nicht jedes Mal, wenn Sie es benutzen wollen, das ist so eine Art Makro, damit Sie das nicht jedes Mal eingeben müssen. A oder B oder C oder vor allem, die Dinger sollen ja auf ASCII funktionieren, da gibt es ja nicht nur 26, sondern irgendwie 100 irgendwas Zeichen. Übrigens verwendet man, wenn man die ganzen Dinger mathematisch hinschreibt, oft die Notationsabkürzung, dass man einfach Sigma schreibt. Also einfach das hier. Das ist halt auf dem Terminal nicht so einfach, weil das griechische Sigma nicht in ASCII ist, aber für uns ist es vielleicht angenehm und auch einfacher zu lesen, weil der Punkt verschwindet gerne mal in der Notation. Okay, machen wir noch eins, die restlichen können Sie sich dann, glaube ich, selber angucken. Was ist denn mit dem Plus? Das Plus ist, A Plus ist also entweder A oder A, A oder A, A, A oder beliebige andere Sequenzen von A. Wie funktioniert das? Genau, Sie sagen, es ist die klinische Hülle mit dem Plus oben. Stimmt, aber auf meiner Slide vorher stand nicht, dass die klinische Hülle mit dem Plus ein regulärer Ausdruck ist. Das ist nicht Teil der Definition. Also brauchen wir einen kleinen Trick. Ja. Sigma ohne Epsilon? Sigma ohne Epsilon ist auch richtig, nur Sigma, Moment, Entschuldigung, Sie meinen, nee, ist es nicht. Das wäre ja Punkt plus. Ja? Sie meinen Sigma Stern ohne Epsilon und das wäre Punkt plus. Außerdem, selbst wenn das die richtige Antwort ist, ist auch das wieder was, was nicht auf der Slide war, vor zwei Slides. Ne? Wir müssen das mit Vereinigung, Verkettung und klinischer Hülle machen, sonst nichts. Ja, es ist die, Sie sagen, es ist die Verkettung von A
Sorry, es ist die Vereinigung von A und AA und AAA und so weiter, also das, was da steht. Das stimmt, aber also das ist ja ein unendlicher String, den kann ich nicht reinschreiben in meinen Parser. Genau, es ist A verkettet mit A-Stern. Weil A ist ein regulärer Ausdruck, Stern eines regulären Ausdrucks ist ein regulärer Ausdruck und die Vereinigung von zwei regulären Ausdrücken ist ein regulärer Ausdruck. Das ist, glaube ich, gut, dass wir diese Übung mal gemacht haben. Ja, also diese Art von Definition ist so schön kompakt und lässt sich auf all das erweitern. Es ist, glaube ich, hilfreich, diese Verbindung zu machen. Warum machen wir einerseits die mathematische Definition so kompakt? Naja, wenn wir Mathe machen, dann wollen wir typischerweise Beweise führen. Wir werden heute noch ein paar Beweise machen. Und da müssen wir, wenn wir Beweise, Induktion, also strukturelle Induktion auf dieser Definition machen, ich gehe nochmal zwei Slides zurück, dann wollen wir natürlich diesen Satz an Operationen möglichst kompakt haben, weil sonst müssen wir eine lange Liste an Induktionsschritten machen. Dann müssen wir dann sagen, in der Induktion gilt für folgende, für Verkettung, für die klinische Hülle, für den Abschluss, für den Plusoperator, für den ohne Operator und so weiter und so weiter. Das ist ganz schön lang. Ja, also freuen wir uns, dass wir nur diese drei Sachen benutzen müssen. Für Beweise ist das elegant, da ist die Liste kurz. Wenn wir aber reguläre Ausdrücke auf dem Computer schreiben, dann ist die Situation genau andersrum. Da wollen wir ja möglichst flexibel Programmcode schreiben können, mit dem wir schnell unseren Ausdruck hingeschrieben kriegen. Und da ist es sinnvoller oder hilfreich, solche Makros zu haben, die sich reduzieren lassen auf diese einfachen Ausdrücke. Deswegen haben Regular Expression Parser eben diese ganzen anderen Tricks, die hier auch noch so drinstehen. Jetzt noch kurz der letzte Teil der Definition. Auch hier nochmal, ja, also ich habe gerade schon gesagt, hier sind ein paar Beispiele. Okay, machen wir es auf mal beispielweise, fangen wir oben an. Dieser Ausdruck da oben, 0 Stern, 1, 0 Stern, der wird nach den Regeln, die ich auf der ersten Slide hatte für das Parsen, so gelesen wie 0 Stern in Klammern, 1 in Klammern, 0 Stern in Klammern, weil das Stern am stärksten bindet. Also ist das der Ausdruck, der beliebig viele Nullen hat, gefolgt von einer 1 und dann beliebig vielen Nullen. Das heißt, wenn ich dem einen Binärstring gebe, dann matcht dieses Muster auf einen Binärstring, der am Anfang beliebig viele Nullen hat, dann genau eine 1 und dann wieder beliebig viele Nullen. Wir benutzen, wie schon erwähnt, diese Notation Sigma Stern 1 Sigma Stern, die wird Ihnen übrigens hilfreich sein auf dem nächsten Übungsblatt, für beliebige Symbole aus dem Alphabet, also wirklich die klinische Hülle über dem Alphabet, dann mindestens eine 1, denn es können ja auch Einser in der klinischen Hülle sein, und dann wieder beliebige Ausdrücke. Das heißt, das matcht alle Strings, die mindestens eine 1 enthalten, wenn es ein binäres Alphabet ist. Und hier der Ausdruck 0 vereinigt mit dem leeren Wort 1 Stern. Das ist sowohl, das ist die Vereinigung aus 1 Stern und 0 1 Stern. Also Ausdrücke, die entweder mit einer 0 und dann beliebig vielen Einsen anfangen oder beliebig viele Einsen enthalten und sonst nichts. Die aber immer auf Einsen enden. Übrigens, nur der Vollständigkeit halber, wenn Sie tatsächlich Grab benutzen oder einen anderen Regular Expression Parser, dann gibt es da oft so noch mehr Makros für Teile des Alphabets. Das ist natürlich hilfreich, weil die Sprachen, in denen wir typischerweise natürlich sprachlich miteinander kommunizieren, eben diese ganzen anderen Symbole benutzen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Ziffern, und so weiter und so weiter und dann noch Punktionen und die ganzen anderen Sachen. In der Theorie brauchen wir uns damit nicht beschäftigen, es reicht uns ein Binäralphabet und dann kann man eigentlich alles Spannende machen. In der Praxis haben Sie natürlich ein ganz anderes Interface mit Ihrem Computer. Ich mache das alles, weil mir die Verbindung so wichtig ist. Reguläre Ausdrücke sind ein gutes Beispiel dafür, dass die theoretische Informatik direkt was zu sagen hat über Tools, die Sie auf Ihrem Rechner haben. Und umgekehrt, dass Sie diese Tools auf Ihrem Rechner besser verstehen können, wenn Sie die theoretische Informatik gehört haben. So, und jetzt gehen wir mal kurz wieder zurück von diesen ganzen Definitionen hin zu dem theoretischen Bedeutung dieser Ausdrücke. Diese Grab-Funktionalität, dieses Matchen von Mustern, das ist also, was dieser Code macht, ist also das Verarbeiten eines Strings. Ich gebe ihm einen String aus dem Alphabet und dann wandert er durch den String durch und findet Teilstrings,
die bestimmten Mustern entsprechen. Das ist eine leichte Variation auf die Aufgabe, ich gebe dir einen String und du sagst mir, ob der passt oder nicht. Ja? Und das ist ja genau das, was die endlichen Automaten, mit denen wir uns bislang beschäftigt haben, tun. Die nehmen eine Eingabe und dann wandern sie durch die Eingabe durch und am Ende sagen sie ja oder nein. Ist in der Sprache oder ist nicht in der Sprache. Matcht oder matcht nicht. Das heißt, wir können, weil diese Struktur so ähnlich ist, auch für reguläre Ausdrücke, nicht für endliche Automaten, sondern für diese Sprache, die wir gerade definiert haben, die ja scheinbar erstmal noch nichts mit Automaten zu tun hat, auch den Begriff einer Sprache definieren, anwenden, zur Anwendung bringen. Wir können nämlich sagen, wenn R ein regulärer Ausdruck ist, also so eine Sequenz von Formeln, oder eine Formel, wie ich es ja auf der zweiten Slide hatte, dann können wir daraus eine induzierte Sprache definieren. Eine Sprache, die durch den Ausdruck induziert wird. Nämlich folgenderweise, Sie erinnern sich an die Definition von regulären Ausdrücken. Da gibt es diese Basisausdrücke, die leere Menge, das leere Wort und alle Buchstaben aus dem Alphabet. Und dann gibt es diese Operationen, Vereinigung, Konkatenation, Abschluss, auf diesen elementaren Ausdrücken und anderen regulären Ausdrücken. Also diese induktive Definition. Und jetzt hier zahlt sich aus, dass diese Definition so schön kurz ist. Können Sie jetzt konkret durchgehen und sagen, wenn für die, hier sind die drei Basisformen, ja, also wenn R die leere Menge ist, dann ist die Sprache, die dadurch induziert wird, die leere Sprache. Wenn R das leere Wort ist, dann ist die Sprache, die dadurch induziert wird, die Sprache des leeren Wortes, also die Sprache, die genau ein Wort enthält, nämlich das leere Wort. Wenn R ein Symbol aus dem Alphabet ist, dann ist die dadurch induzierte Sprache die Sprache, die genau aus diesem einen Symbol besteht. Und jetzt kommt der induktive Teil der Definition. Für Vereinigungen von regulären Ausdrücken werden die Sprachen vereinigt. Für Konkatenation von regulären Ausdrücken werden die Sprachen konkateniert. Sie enthält also dann alle Ausdrücke, die Aneinanderreihungen von Ausdrücken aus jeweils der ersten und dann der zweiten Sprache sind. Und für die klinische Hülle von regulären Ausdrücken bilden wir die klinische Hülle der zugehörigen Sprachen. Ja, wir liften quasi diese Operationen auf Ausdrücken auf Sprachen, die ja Teilmengen der klinischen Hülle sind. Okay, das heißt, und das ist eigentlich schon der wichtigste konzeptionelle Schritt, ich habe auf der Eingangsslide der Vorlesung einen Satz an Regeln definiert, mit dem wir valide, reguläre Ausdrücke definieren. Der hatte erstmal nichts mit endlichen Automaten oder überhaupt irgendwie Automaten zu tun. Da ging es nicht um die Verarbeitung von irgendwas, sondern um eine Aussage darüber, dass bestimmte Arten von Formeln, die also diese Symbole wie Vereinigung und Verkettung und Sterne und so enthalten, dass wir die per Definition akzeptieren als eine Grammatik von wie man Ausdrücke schreiben darf. Und jetzt haben wir festgestellt, dass wenn wir diese Ausdrücke benutzen, um so ein Programm wie hier Grep zu schreiben, dann können wir darüber Sprachen definieren. Ja, also wir können die Menge aller möglichen Strings nehmen und dann die Teilmenge der Strings, welche diesen Ausdruck matcht, als eine Sprache wahrnehmen. Und damit ist natürlich die offensichtliche Frage, jetzt haben wir zwei Arten von Sprachen, nämlich einmal die Sprachen, die durch endliche Automaten identifiziert werden, aus den letzten Vorlesungen, sowohl deterministische als auch nicht deterministische. Sie erinnern sich, das ist egal, die Menge der Sprachen, die durch nicht deterministische endliche Automaten erkannt wird, ist genau die gleiche, die auch durch deterministische endliche Automaten erkannt wird. Und andererseits haben wir diese Menge der Sprachen, die durch reguläre Ausdrücke erzeugbar sind. Und naja, Sie können sich schon denken, was so ein bisschen die Antwort jetzt sein wird. Die beiden sind natürlich die gleichen. Sonst würden sie ja wahrscheinlich nicht beide regulär irgendwas heißen. Dass das so ist, ist aber natürlich erstmal überhaupt nicht offensichtlich.
Ja, das eine ist, sagen wir mal, eine ja, fast schon linguistische, formale Definition von Sätzen an Ausdrücken. Und das andere ist diese, sagen wir mal, technisch inspirierte theoretische Analyse von Mustern, die eine bestimmte Art von Berechnung erkennen kann, also die bestimmte Automaten erkennen können. Und wenn Sie mal kurz drüber nachdenken, wie diese beiden Objekte definiert sind, dann erinnern Sie sich vielleicht einfach daran, dass diese vom sehr unterschiedlichen Charakter sind. Wenn wir über endliche Automaten sprechen, dann haben wir diesen sehr konkreten Prozess im Kopf, wie ein String Buchstabe für Buchstabe verarbeitet wird, während der Automat von einem Zustand zum anderen wechselt, deterministisch oder nicht deterministisch. Und wenn wir über reguläre Ausdrücke sprechen, dann schreiben wir einfach diese etwas kryptischen Strings hin. Ja? Und sagen, dieser String, der definiert einfach einen Satz an Mustern. Und dann schieben wir da durch irgendeinen Text. Und da ist so ein cooles Computerprogramm, das findet alle Sequenzen in diesem String, in einem Eingabestring, der diese Muster erkennt. Es ist sehr viel weniger konstruktiv. Es ist eher so abstrakt. Ne? Das ist eine Formel. Und die Tatsache, dass diese beiden Arten von Prozess miteinander eng verknüpft sein könnten, ist ja durchaus nicht offensichtlich. Und dass sie die gleichen sind, damit werden wir uns heute beschäftigen, für den ganzen Rest der Vorlesung. Und wir werden diesen Beweis auf zwei verschiedene Arten und Weisen machen. Beides Male ist das ein relativ, sage ich mal, komplexer Beweis. Deswegen werde ich versuchen, mir die Zeit dafür zu nehmen. Und hoffentlich haben Sie dann hinterher einerseits verstanden, dass das, was Sie da auf Ihrem Rechner haben als Tool, eigentlich ganz cool ist und was zu tun hat mit theoretischer Informatik. Und andererseits, dass es Ihnen was darüber verrät, was es eigentlich heißt zu rechnen. Und zuletzt vielleicht sogar, was es Ihnen darüber verrät, was die Grenzen dieser Art zu rechnen sind, dieser regulären Ausdrücke. Und das Ganze geht zurück auf diesen Menschen, Stephen Cole Kleene, der in einem Paper 1951 ist im Prinzip ein Tech Report, würde man heute sagen, 1951, ne, war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch, da war das alles noch nicht so formalisiert und die akademische Welt, ja, sondern da wurde sehr viel über solche Tech Reports gemacht, gerade in der dann noch jungen Feld der Datenverarbeitung, wie es dann später mal Informatik heißen würde oder Computer Science. Man sieht ihm auch ein bisschen an, dass er so aus dem Zweiten Weltkrieg kommt, ne, guckt so ein bisschen düster in die Kamera und hat halt dieses Paper geschrieben. Und zunächst mal ist es interessant zu sehen, was der Titel ist. Das heißt nämlich Representation of Events in Nerve Nets and Finite Automata. Also da sehen Sie erstmal die Finite Automata, die kennen wir schon. Und dann hat das was mit Nerve Nets zu tun. Damals, 1951, redet man auch schon über neuronale Netze. Er meint ein bisschen was anderes als das, was wir heute uns vorstellen unter neuronalen Netzen. Auch das unterliegt einer gewissen Evolution. Aber ich finde es durchaus hilfreich, ab und zu mal zu erwähnen, dass die Idee der künstlichen Intelligenz natürlich nichts ist, was irgendwie 2022 von Google erfunden wurde, ne? Sondern das ist ein Thread, der die Informatik seit ihrem Beginn begleitet. Auch Alan Turing zum Beispiel hat seine Arbeit oft in dem Kontext des Verstehens des menschlichen Geistes gesehen. Denen ging es allen um Intelligenz, um Maschinen zu bauen, die das können, was Menschen können. Und die hatten deswegen immer diese Verbindung zu dem, was wir heute künstliche Intelligenz nennen. Wenn Sie also glauben, das mit dem KI, das ist irgendwie so ein hässlicher, schmutziger Teil der modernen Informatik. Nee. Das ist ein Strom, der von Anfang an mitfließt und der jetzt eben gerade vielleicht besonders prominent ist, aber sich die ganze Zeit mitbewegt. Worüber schreibt Kleene hier? Er definiert das, was er reguläre Events nennt, reguläre Ereignisse, die wir dann später reguläre Ausdrücke nennen. We shall presently describe a class of events, which we will call regular events, and we would welcome any suggestions to a more descriptive term. Dem ist auch nicht so richtig klar, wie man das besser nennen sollte, aber er nennt sie halt so. Und dann nehmen wir an, dass diese Events Eingaben sind von zum Zeitpunkt P, ab bis zum Zeitpunkt P, also von endlicher Länge, auf einem endlichen Satz K von Eingabeneuronen, nennt er die, und so weiter. Our objective is to show that all and only
regular events can be represented by nerve nets or finite automata. Also in moderner Sprache, was er sagt ist, ich werde zeigen, unsere Aufgabe für dieses Paper ist, dass diese Menge an regulären Ausdrücken genau die Menge an Mustern ist, welche von einem endlichen Automaten, einem finite automaton, erkannt werden kann. Und dann macht er den Beweis dafür. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden diesen Beweis selber nachvollziehen. In der modernen Sprache, der aufgeräumten Sprache der Textbücher für die theoretische Informatik, nicht in seinem mit der Schreibmaschine geschriebenen Text, auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Also, hier ist der Satz, mit dem wir uns beschäftigen. Da oben steht er. Eine Sprache ist regulär, und zu kurz, so, damit wir jetzt, weil so viel regulär auftaucht, dass wir uns nicht verwirren, reguläre Sprache heißt, nach unserer Definition, eine Sprache, für die es einen endlichen Automaten gibt, der alle Worte, die in der Sprache sind, erkennt, also auf ihn in einem akzeptierten Zustand endet, und alle Worte, die nicht in der Sprache sind, verwirft, also nicht in einem akzeptierten Zustand endet. Das ist also eine Aussage über endliche Automaten. Eine Sprache ist regulär dann und nur dann, also genau dann, wenn sie durch einen regulären Ausdruck beschrieben wird. Das heißt, dass es so eine regular expression gibt dafür, welche auf diesem Wort, auf allen Worten in der Sprache matcht und auf allen Worten, die nicht in der Sprache sind, nicht matcht, nicht trifft. Also, ein genau dann, wenn, ist ein Pfeil in zwei Richtungen, da macht man den Beweis immer so, dass man erst in eine Richtung und dann die andere Richtung beweist. Das heißt, wir müssen zunächst einmal zeigen, dass wenn wir einen regulären Ausdruck bekommen von irgendjemandem, dass wir den dann übersetzen können in einen endlichen Automaten. Und danach, das wird sich nämlich herausstellen, dass das der einfache Teil ist, danach müssen wir es andersrum machen. Wir müssen einen endlichen Automaten nehmen, den uns jemand gibt, einen beliebigen, und aus dem einen regulären Ausdruck machen. Und dieser zweite Teil, das ist der eigentliche Beitrag von Clean, der braucht ein bisschen länger und da wird es uns ein bisschen im Kopf rauchen. Also fangen wir an mit dem ersten Teil, weil ich schon gesagt habe, der ist ein bisschen einfacher. Das machen wir noch locker vor der Pause und dann schauen wir mal, ob wir danach weitermachen oder vielleicht ein bisschen früher Pause machen. Also, unsere Aufgabe wird jetzt sein, zunächst dieser untere Teil, wenn eine Sprache durch einen regulären Ausdruck beschrieben wird, dann ist sie regulär. Also das heißt, es gibt dazu einen endlichen Automaten, welcher sie erkennt. Und das machen wir, indem wir uns einen regulären Ausdruck geben lassen und dann bauen wir daraus einen endlichen Automaten. Ja. Ja, nennen Sie es, also wenn hier das Wort Grammatik auftaucht, dann nehmen Sie einfach, wenn es dazu einen regulären Ausdruck gibt. Und was genau ich mit dem Wort Grammatik meine, mache ich in der nächsten Woche. Es wird sich darauf rauslaufen, dass im Prinzip da wieder eine enge Verknüpfung zu den regulären Ausdrücken steht. Aber in jedem dieser Sätze steht ja hier unten steht ja tatsächlich nur regulärer Ausdruck. Ja, das da oben ist so ein, nehmen Sie es als kleinen Ausblick auf die Vorlesung nächsten Dienstag. Ja. Also, wir wollen jetzt zeigen, jemand gibt mir einen regulären Ausdruck, dann baue ich da draus. Ich brauche also eine konstruktive Regel, wie ich aus beliebigen regulären Ausdrücken immer einen endlichen Automaten bauen kann. Und jetzt überlegen Sie sich mal kurz, wie man das macht, wie so ein Beweis funktionieren könnte. Was brauche ich dazu? Das ist wieder so eine Situation, wie in den paar vorherigen Vorlesungen. Wir sind immer noch am Anfang der Vorlesung. Ich habe gerade eben vor einer halben Stunde definiert, was ein regulärer Ausdruck ist. Es war alles auf einer Slide. Das heißt, auf dieser Slide steht alles drauf, was wir machen müssen, um den Beweis zu führen. Wir sind noch nicht weit genug weg davon, dass man irgendwas Kompliziertes machen könnte. Vielleicht mache ich das kurz. Wir gehen kurz zurück. Also, ein regulärer Ausdruck stand da auf dieser Slide. Ist da oben diese 6 Punkte. Das definiert die regulären Ausdrücke. Leere Sprache, leeres Wort und Buchstaben sind reguläre Ausdrücke und Vereinigung, Verkettung und Abschluss von regulären Ausdrücken sind reguläre Ausdrücke. Das heißt, wenn wir für diese Konstruktion quasi parallel hierzu die zugehörigen Elemente eines endlichen Automaten bauen können, dann sind wir fertig. Wir müssen also das, was hier steht in diesen Zeilen, irgendwie identifizieren mit den Elementen und dem, was dann der endliche Automat macht.
Wir werden also eine strukturelle Induktion machen über die Länge von regulären Ausdrücken, sodass wir am Ende für alle beliebigen regulären Ausdrücke immer jeweils einen endlichen Automaten haben. Und das funktioniert folgendermaßen. Gehen wir mal zurück zu Herrn Kleene. Da ist er wieder. Hier ist der Beweis. Also hier oben steht das Lemma. Wenn eine Sprache durch einen regulären Ausdruck beschrieben wird, dann ist sie regulär. Und jetzt fangen wir an mit diesen drei elementaren Typen von regulären Ausdrücken. Also, wir haben gesagt, alle Buchstaben sind reguläre Ausdrücke. Und die zugehörige Sprache von vor zwei Slides ist die Sprache, die genau diesen Buchstaben enthält. Da Sie jetzt das Übungsblatt gemacht haben letzte Woche, sind wir uns hoffentlich einig, dass es dafür jeweils immer solche Automaten gibt. Endliche Automaten. In diesem Fall ist es sogar ein deterministischer endlicher Automat. Aber es wäre ja okay, wenn es ein nicht deterministischer wäre, weil wir wissen ja, ne, die können ja auch nicht mehr. Also dieser Automat fängt immer hier an. Das ist der Startpfeil. Ich habe jetzt das Wort Start mal weggelassen. In seinem Zustand Nummer 0, also die 0 hier heißt nicht, dass er die 0 liest, sondern der Zustand heißt einfach 0. Das ist jetzt für diesen Beweis angenehm, weil nachher müssen wir durch diese Zustände irgendwie durchgehen. Und dann liest er einen dieser Buchstaben ein, zum Beispiel den Buchstaben A, und landet dann auf einem akzeptierenden Zustand. Und wenn er danach irgendwas anderes liest, dann geht er in den Undefined-Zustand über. Das ist jetzt mal ein Beispiel für einen Beweis, wo ich dieses Undefined relativ konkret implizit benutze. Ja, also wenn danach noch irgendwas anderes kommt, dann wird er nicht mehr akzeptieren. Das Gleiche geht natürlich für alle anderen Buchstaben aus Sigma. Wenn R das leere Wort ist, das ja auch ein regulärer Ausdruck ist, dann ist die zugehörige Sprache die Sprache des leeren Wortes, die also das leere Wort akzeptiert und alles andere nicht akzeptiert. Dazu gibt es offensichtlich diesen Automaten. Sie erinnern sich, über den haben wir uns schon mal gestritten, in der dritten Vorlesung oder so, oder der zweiten, ob da jetzt noch irgendwie ein Undefined-Pfeil dazu muss oder nicht. In meiner Definition des automatischen Reparierens von unvollständigen Übergangsfunktionen klappt es. Wenn man jetzt was anderes liest nach dem leeren Wort, dann gehen wir davon aus, dass der Automat immer verwirft. Dann haben wir noch die leere Menge. Sorry, also den regulären Ausdruck, der die leere Menge ist. Die zugehörige Sprache ist die leere Menge. Also es ist genau der Ausdruck, der überhaupt nichts matcht, der immer falsch ausgibt quasi. Und dazu gibt es offensichtlich diesen Automaten, der überhaupt nichts akzeptiert. So, damit haben wir die Basisfälle alle abgearbeitet. Und jetzt können wir quasi über den Raum aller möglichen regulären Ausdrücke eine Induktion machen, indem wir immer darüber hinaus neue endliche Automaten bauen. Und dieser Teil ist erstaunlich einfach, weil wir ja nur diese drei Operationen haben. Vereinigung, Konkatenation und Abschluss. Und jetzt fällt Ihnen vielleicht auf, warum wir Vorlesung 2 und 3 uns damit beschäftigt haben, was für Abschlusseigenschaften die regulären Sprachen haben, denn jetzt können wir uns wahnsinnig viel sparen. Ne? Wir wissen ja, dass die Vereinigung von zwei regulären Sprachen wieder eine reguläre Sprache ist. Also ist auch die Sprache, die durch die Vereinigung von zwei regulären Ausdrücken generiert wird, wieder eine reguläre Sprache. Warum? Erinnern wir uns einmal kurz ganz genau dran. Ne? Ich habe vorher gesagt, die Konstruktion der Sprache zu einem regulären Ausdruck, der eine Vereinigung ist, ist die Vereinigung der regulären Sprachen. Das ist genau, also sorry, die Vereinigung der zugehörigen Sprachen. So. Und das ist genau das, was wir hier benutzen, ja, dass diese Eigenschaft Regularität erhält. Und das Gleiche gilt natürlich für Verkettung und Abschluss. Das haben wir am Dienstag gemacht. So, damit sind wir fertig. Wir haben jetzt also mit ganz klein bisschen Hände durch die Luft bewegen gezeigt, dass man für alle regulären Ausdrücke jeweils immer einen regulären Automaten konstruieren kann. Indem man quasi den Pfad geht, da kürzt natürlich potenziell mehrere mögliche Pfade, von den elementaren Teilen, die den regulären Ausdruck aufmachen, und dann die ganzen Operationen, die auf ihnen erlaubt sind, durchexerzieren. So, und ich glaube, hier machen wir jetzt eine Pause. Nach der Pause beschäftigen wir uns dann mit dem schweren Teil, nämlich der Gegenrichtung, wie wir von einem endlichen Automaten zu dem zugehörigen regulären Ausdruck kommen. Und wir machen wieder die üblichen 10 Minuten Pause dazu.
Gut, nehmen Sie bitte alle wieder Platz, dann können wir weitermachen. Herzlichen Dank. Wenn Sie gerade noch reinkommen, können Sie hinter sich die Tür noch zumachen, damit wir draußen niemanden stören. Und dann führen wir jetzt unseren Beweis weiter. Kurz, damit wir wieder alle wieder beieinander sind. Wir versuchen zu zeigen, dass diese sehr unterschiedlichen Arten von Konstruktionen, die regulären Ausdrücke und die regulären Sprachen, dass die miteinander sehr eng verknüpft sind, dass nämlich zu jeder Sprache eines regulären Ausdrucks eine reguläre Sprache, also ein endlicher Automat assoziiert ist. Und dazu haben wir zunächst mal gezeigt, wie wir aus einem regulären Ausdruck auf einen endlichen Automaten kommen, der also eine reguläre Sprache definiert, sodass die identisch sind, die beiden Sprachen. Und jetzt machen wir den schwierigen Teil, nämlich die Rückrichtung. Gegeben sei ein endlicher Automat. Wir möchten den regulären Ausdruck finden, welcher die Sprache dieses endlichen Automat identifiziert. Es ist so eine Art Reverse Engineering. Ja? Ich gebe Ihnen den Computer und Sie müssen rauskriegen, was der macht. Das ist ein bisschen auch die Aufgabe, eine Aufgabe, die Sie jetzt auf den Übungsblättern schon ein paar Mal gesehen haben. Ne? Und um jetzt mal zu überlegen, wie man sowas macht, ich möchte es übrigens, warum, natürlich machen wir jetzt diesen Beweis, weil man halt Beweise einfach macht und es ein bisschen durchexerziert, aber was wir jetzt in den nächsten 45 Minuten machen werden, ist sehr bewusst nicht nur dazu da, irgendeinen formalen Beweis zu zeigen, sondern der Sinn des Ganzen ist, Intuition dafür zu entwickeln, was eigentlich die Grenzen, was die Struktur von endlichen Automaten ist, dafür im Kopf so ein klareres Gefühl zu bekommen. Das heißt konkret, in dem Beweis, der jetzt folgt, wird manches so ein bisschen Notationsgeschwurbel sein, wo man halt einfach sich was ausdenken muss, damit das, was man eigentlich meint, sauber dasteht. Wenn Ihnen das zu technisch wird, dann dürfen Sie da gerne jetzt in der Vorlesung erstmal drüber springen und sich nachher in Ruhe anschauen. Versuchen Sie mit dem zu folgen, was wir als Struktur versuchen zu bauen, also der Beweisidee. Und das machen wir jetzt. Um die Sprache eines endlichen Automaten zu charakterisieren, haben wir in der zweiten Vorlesung, Sie erinnern sich, die erweiterte Übergangsfunktion benutzt. Ich habe sie hier nochmal hingeschrieben, ich fahre es nochmal hoch. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben, das dick genug zu schreiben, dass Sie es lesen können. Interessiert mich mal, Sie da weiter hinten in der Mitte am Ende, können Sie das lesen? Nee, Mist. Okay, also ich sage es auch nochmal. Die Sprache eines endlichen Automaten, wenn M ein endlicher Automat ist, ist die Menge aller Worte in der klinischen Hülle über dem Alphabet, sodass der Automat auf diesem Wort in einen akzeptierenden Zustand übergeht. Das ist der Satz und das ist das Symbol dazu, dass nämlich diese Funktion Delta Stern, die erweiterte Übergangsfunktion, dass sie die Eigenschaft hat, dass sie vom Startzustand Q0 unter Verarbeitung des Wortes W genau auf einen Zustand übergeht, der in den akzeptierenden Zuständen drin ist, also in F. Und dazu müssen wir uns nochmal daran erinnern, was diese erweiterte Übergangsfunktion ist. Die haben wir rekursiv definiert. Wir haben gesagt, die erweiterte Übergangsfunktion auf einem Zustand und einem Wort, das das Präfix W hat und dann den Buchstaben A am Ende, ist die Auswertung der Übergangsfunktion, welche den endlichen Automaten definiert, auf der erweiterten Übergangsfunktion auf dem Zustand Q und dem Wort W, dem Präfix, angewandt auf den Buchstaben A. Ja, das heißt, wir haben dieses Werkzeug benutzt, um darüber reden zu können, welche Pfade der Automat eigentlich nimmt, also wo er unter Verarbeitung nicht eines Buchstabens, sondern eines ganzen Wortes endet, wenn er anfängt auf dem Buchstaben Q. Und was wir jetzt versuchen werden in diesem Beweis, ist diese Funktion zu übersetzen in einen regulären Ausdruck. Denn dann können wir uns natürlich hinterher fragen, was ist der reguläre Ausdruck für, wir machen quasi mehr, als wir eigentlich müssen. Ja? Was wir eigentlich wissen wollen, ist, was ist der reguläre Ausdruck, der uns von Q0 in die akzeptierenden Zustände F bringt. Und was wir stattdessen machen werden, ist was Allgemeineres. Wir werden einen Algorithmus bauen, der die erweiterte Übergangsfunktion in reguläre
Ausdrücke übersetzt, der uns also für beliebige Zustände Q und beliebige Worte W sagt, in welchem Endzustand wir dann enden. So, und sowas funktioniert folgendermaßen. Also, für den Teil des Beweises, den wir jetzt machen wollen, gegeben endlicher Automat, gib mir den regulären Ausdruck, nehmen wir also an, wir haben einen Automaten, der ist ein endlicher Automat, der darf ruhig durchaus nicht deterministisch sein und hat also dieses fünf Tupel, ne, Zustände, Alphabet, Übergangsfunktion, Startzustand und mehrere potenziell Endzustände. Und was wir jetzt ausnutzen werden, ist, dass wir ja endlich viele Zustände haben, dass also die Zustände abbildbar sind auf eine Teilmenge, eine endliche Teilmenge der natürlichen Zahlen, dass wir sie also anordnen können, dass wir ihnen eine Reihenfolge geben können. Eine beliebige, die wir einfach vorgeben und wir nehmen einfach an, dass diese Reihenfolge von 1 bis n geht, so dass der Startzustand 1 heißt. Das habe ich auf den vorherigen Slides manchmal schon implizit gemacht, indem ich die Zustände einfach 1, 2, 3 genannt habe. Ja? Das machen wir jetzt wieder und das macht es dann nämlich für uns angenehm, weil wir dann über eine Reihe von Zuständen nachdenken können, die nicht der Verarbeitungsreihenfolge des Automaten entspricht, sondern die einfach sicherstellt, dass wir eine wachsende Menge an Zuständen haben, sodass wir irgendwann die ganze Zustandsmenge abbilden können, induktiv. Und dann suchen wir im Prinzip eine Formalisierung dieser erweiterten Übergangsfunktion durch einen regulären Ausdruck. Also wir suchen alle Worte, mit denen der Automat M von Zustand I nach Zustand J übergeht. Und dabei die Zustände 1 bis k berührt, während er sie verarbeitet. Wobei k eine natürliche Zahl zwischen 0 und n ist. Wobei für mich die 0 zu natürlichen Zahlen gehört, for the purposes of this proof. Ja? Also, und zwar machen wir das folgendermaßen, ja, induktiv. Zunächst mal müssen wir uns fragen, was sind die Worte, in denen der Automat vom Zustand I nach Zustand J übergeht, ohne andere Zustände zu berühren. Für alle beliebigen Paare IJ, ja, also für alle I und J in der Menge 1 bis N. Davon gibt es quadratisch viele, ja, N-Quadrat viele. Und diese Übergänge, die sind natürlich besonders einfach. Das sind die elementaren Übergänge des Automaten. Das sind die, wo er einen Buchstaben verarbeitet oder vielleicht das leere Wort und dann übergeht. Und da gibt es natürlich den Spezialfall übrigens, wo I und J gleich sind. Das sind diese kleinen Schleifen mit den Selbstübergängen. Ja? Ja, schön. Wunderbar. Also, dann ist es die dritte Variante dieses Beweises. Wir sehen nachher nochmal einen, der über eine andere Art von Automaten läuft. Dann machen wir von I nach J über den Zustand 1 und so weiter, bis von I nach J über, über alle Zustände bis K. Das, also da benutzen wir die Anordnung. Und die sammeln wir jeweils immer in einem regulären Ausdruck, den wir E, I, J, K nennen. Ja, also E ist der reguläre Ausdruck für der die Worte matcht, mit denen der Automat von Zustand I nach Zustand J und übergeht und dabei alle Zustände oder höchstens die Zustände bis K benutzt. Wenn wir dann am Ende die alle miteinander vereinen, was wir natürlich dürfen, weil das die Vereinigung ja immer noch reguläre Ausdrücke erzeugt, dann haben wir die Sprache des Automaten insbesondere identifiziert, also allgemeiner haben wir damit eigentlich L die Sprache dieser Sätze an regulären Ausdrücken gebaut, die nämlich genau die erweiterte Übergangsfunktion identifizieren. Ja, die erweiterte Übergangsfunktion ist die Menge aller Worte, in denen der Automat vom Zustand I nach Zustand J übergeht und dabei potenziell den ganzen Automaten benutzen darf, also bis zum Zustand N. Und insbesondere haben wir damit die erweiterte Übergangsfunktion auf dem Startzustand, und die definiert ja nach dieser Zeile, die auf der Tafel steht, die Sprache des Automaten. Nämlich die Vereinigung über alle E1QFN. Ja? Also über alle möglichen Übergänge vom Startzustand in einen akzeptierenden Zustand
unter Verwendung des ganzen Automaten. Also die, Entschuldigung, die Vereinigung aller möglichen regulären Ausdrücke, welche diese Eigenschaft haben. Und das ist jetzt so, ja, das ist die Idee. Und der Teil, den ich jetzt ausgelassen habe, ist genau der schmerzhafte Teil, nämlich sich zu fragen, wie diese EIJKs eigentlich aussehen, wie man die eigentlich baut. Und dazu brauchen wir genau selbigen Algorithmus, ja, der gerade eben schon erwähnt wurde. Der ist auf der nächsten Slide auf der übernächsten. Und den machen wir jetzt einfach mal. Aber wenn Sie diesen Teil verstanden haben, diese Idee, dann sind die nächsten beiden Slides sind quasi der technische, nervige Teil. Ja? Wenn Sie den nur halb verstehen, ist nicht so schlimm. Das ist die Idee, die wir machen müssen. Wir übersetzen also die erweiterte Übergangsfunktion des Automaten in reguläre Ausdrücke. Und damit haben wir mehr gemacht, als wir brauchen. Wir können nämlich insbesondere den regulären Ausdruck rausziehen, der die Vereinigung der erweiterten Übergangsfunktion ist für Übergänge, für Worte, in denen der Automat übergeht vom Startzustand in einen Endzustand. Und wir vereinigen über alle Endzustände. Okay, jetzt machen wir den sauberen Beweis und sagen, wie diese EIJs eigentlich konstruiert werden. Also hier oben steht wieder das Gleiche wie vorher, aber jetzt konstruieren wir induktiv diese Objekte, E, I, J, K, also reguläre Ausdrücke, welche genau auf Worten matchen, in denen der Automat übergeht vom Zustand I auf den Zustand J und dabei höchstens die Zustände 1 bis K benutzt. Hier steht es nochmal. Ja? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, aber jetzt nochmal in etwas formaler. Und wir nennen diese Eigenschaft Großstern, auf die werde ich mich jetzt immer beziehen und sagen, das, was ich jetzt mache, das erfüllt offensichtlich genau diese Definition. Und jetzt machen wir das wieder induktiv und zwar diesmal über K, also ne, über die Menge der Zustände, über die wir gehen können. Also, wie auf der vorherigen Slide, genau genommen. Also, fangen wir erstmal an mit dem Induktionsanfang, K gleich 0. Das heißt, wir denken nach über Übergänge, über elementare Übergänge, nämlich die Übergangsfunktion selbst, nicht die erweiterte Übergangsfunktion, zwischen einem Paar von Zuständen I und J. Zunächst mal gibt es den Fall, I und J sind unterschiedlich, also wir reden über Übergänge von einem Zustand in einen anderen Zustand. Dann schauen wir, gibt es in der Tabelle, die Übergangsfunktion definiert, einen Link, gibt es da einen Pfeil? Falls ja, dann steht auf diesem Pfeil, weil es ja potenziell ein nicht deterministischer endlicher Automat ist, da steht auf diesem Pfeil stehen halt Buchstaben, das kann ja auch für einen deterministischen sein, auf diesem Link. Und dann setzen wir die zugehörigen regulären Ausdruck, EIJ0, auf die Vereinigung all dieser Buchstaben. Das ist offensichtlich ein regulärer Ausdruck, denn es ist eine Vereinigung von regulären Ausdrücken. Und er ist, und außerdem übrigens, falls es keinen direkten Link gibt, setzen wir ihn auf die leere Menge. Die leere Menge ist auch, wie Sie sich erinnern, ein regulärer Ausdruck. Und dann erfüllt diese Konstruktion offensichtlich genau die Definition. Ja, das ist einfach die Übergangsfunktion. Das ist die Menge aller Arten und Weisen vom Zustand I direkt zum Zustand J zu kommen, ohne weitere Umwege. Wenn I gleich J ist, da gibt es noch einen Spezialfall. Also zunächst mal gibt es natürlich vielleicht einfach einen Pfeil, der aus der Variable rauskommt und wieder reingeht. Ja? Also aus dem Zustand rauskommt und wieder reingeht. Dann können wir die einfach reinbauen. Das ist das Gleiche wie vorher. Aber außerdem fügen wir noch das leere Wort hinzu, das ja auch ein regulärer Ausdruck ist. Das heißt, der Automat darf einfach da drin bleiben. Und falls es keinen direkten Link gibt, dann fügen wir nur das leere Wort hinzu. Okay, hier unten steht es, ja, haben wir jetzt so gemacht. Okay, jetzt kommt der spannende Teil. Wie kommen wir jetzt von 0 nach, also k gleich 0, zu anderen Werten von k? Und da müssen wir jetzt den Rest des Automaten betrachten. Wir geben also ein Paar von zwei Zuständen, i und j. Wir wollen die erweiterte Übergangsfunktion konstruieren. Wir müssen also wissen, wie wir über beliebige Pfade in diesem Automaten von i nach j kommen. Dann nehmen wir an, wir wüssten induktiv, dass wir bereits die Objekte e, i, j, r haben für r kleiner gleich k. Und dann gehen wir von k nach k plus 1. Also insbesondere haben wir das gerade für 0 gemacht und jetzt gehen wir induktiv weiter. Und angenommen, wir haben diese Objekte schon, dann bauen wir uns einen neuen.
So, jetzt wird es geschäftig, da muss ich auch immer kurz nachdenken, was da genau passiert. Wir bauen uns die erweiterte Übergangsfunktion, oder genau genommen bauen wir uns den regulären Ausdruck, welcher die erweiterte Übergangsfunktion charakterisiert, für Übergänge von Zustand I nach Zustand J unter Verwendung der Zustände von 1 bis K plus 1 höchstens. Der sieht wie folgt aus, nämlich wir können entweder von I nach J gehen und dabei nur den Satz der Zustände von 1 bis K benutzen. Die haben wir schon nach Induktionsannahme. Der Teil ist also einfach, das ist der blaue Teil. Das ist der Pfad von I nach J und wir benutzen nur den Teil des Zustandsraums, der bis K geht. Und außerdem könnten wir von I über K plus 1 über beliebige Pfade, welche höchstens die Zustände 1 bis K enthalten gehen, dann in K plus 1 irgendwie bleiben, beliebig lang, entweder 0 oder beliebig viele Schritte, aber nichts anderes benutzen und dann von K plus 1 nach J weitergehen und dabei auch wieder höchstens die Zustände 1 bis K benutzen und keine weiteren. Und offensichtlich haben wir für all diese Objekte bereits die nötigen regulären Ausdrücke. Warum? Weil sie sind von dem Typ IJ mit Ausdrücken, die höchstens, mit Zuständen, die höchstens bis K gehen. Und wir nehmen ja an, dass wir diese für alle beliebigen Paare I und J haben, ja? Also insbesondere auch für K plus 1. Und dann schreiben wir das als regulären Ausdruck. Wir sagen nämlich, alle möglichen Pfade von I nach J unter Verwendung der Zustände 1 bis K plus 1 sind alle möglichen Pfade von I nach J unter Verwendung der ersten K-Zustände vereinigt mit alle möglichen Pfade von I nach K plus 1 unter Verwendung der ersten K-Zustände, danach irgendwas in K plus 1 unter höchstens der Verwendung der ersten K-Zustände und dann von K plus 1 nach J unter Verwendung der höchstens ersten K-Zustände. Und alle diese vier Sachen sind reguläre Ausdrücke, weil wir sie so konstruiert haben nach Induktionsannahme. Und was steht hier? Eine Vereinigung von einer Konkatenation, die eine klinische Hülle enthält. Das sind alles genau die Operationen, die erlaubt sind auf den regulären Ausdrücken. Klinische Hülle, Konkatenation, Vereinigung. Also ist das Ganze auch wieder ein regulärer Ausdruck und es erfüllt genau Stern. Macht das Sinn? Oha, da nickt gar niemand. Ja, die ersten paar Leute nicken. Also, ich sage es noch einmal und dann machen wir ein Beispiel. Wenn ich wissen möchte, ob der Automat von I nach, unter welchen Worten der Automat von I nach J übergehen kann und dabei höchstens die ersten K plus 1 Zustände benutzen kann, aber schon weiß, wie er von I nach J gehen kann und dabei höchstens die ersten K Zustände benutzen darf, dann, und zwar für alle Paare I und J, dann kann ich quasi den K plus ersten Zustand dazu nehmen für diese Übergänge, indem ich sage, um von I nach J zu kommen und die ersten K plus 1 Zustände zu benutzen, habe ich entweder einen Pfad, der von I nach J geht und nur die ersten K Zustände benutzt, oder ich habe einen Pfad durch den Automaten, der von I nach K plus 1 geht und dabei höchstens die ersten K Zustände benutzt, dann irgendwas macht und dabei höchstens die ersten K Zustände benutzt und dann irgendwann von K plus 1 nach J geht und dabei höchstens die ersten K Zustände benutzt. Und genau dieser Prozess ist genau das, was in den regulären Ausdrücken erlaubt ist, nämlich klinische Hülle, Verkettung und Vereinigung. Machen wir mal ein Beispiel. Hier ist ein endlicher Automat. Und wir können jetzt diese Konstruktion, ich habe sie nochmal hier reinkopiert von der vorherigen Slide, einfach damit wir sie nicht immer hin und her flippen müssen zwischen den Slides, durchgehen. Wobei dieser Teil der Definition ist nur der induktive. Wir fangen erstmal an mit dem Fall K gleich 0. Ja? Das heißt, der steht hier, wenn wir für alle beliebigen Zustände, es gibt 1, 2, 3, ne, also es gibt alle möglichen Paare, das Paar 1, 1, das Paar 2, 2, das Paar 3, 3, das Paar 1, 2, 1, 3 und das Paar 2, 1 und das Paar 2, 3, habe ich sie jetzt alle? 3, 2 habe ich noch vergessen, so. Und viele von denen können wir weglassen, weil sie nämlich immer leere Mengen sind. Man kommt zum Beispiel in diesem Automaten nicht von 2 nach 1, überhaupt nicht, unter gar keinem Wort. Man kommt auch nicht von 3 nach 1, ne, weil es da keine Pfeile gibt. Geht einfach gar nicht. Also, bauen wir es mal der Reihe nach auf.
Erstmal E110. Was ist das? Das ist der reguläre Ausdruck, der alle Worte beschreibt, mit denen der Automat von Zustand 1 nach Zustand 1 geht und dabei nichts anderes macht. Das ist genau der reguläre Ausdruck leeres Wort, vereint mit A, vereint mit B. Warum ist da das leere Wort mit drin? Haben Sie sich vielleicht vorher schon gefragt, warum habe ich das dazu geschoben? Naja, weil das leere Wort ist ja ein regulärer Ausdruck. Und dieser reguläre Ausdruck beschreibt genau das, dass ich nämlich im Zustand 1 bin, nichts lese und danach immer noch im Zustand 1 bin. Der muss da mit rein. Von 1 nach 2, ohne andere Zustände zu benutzen, ist jetzt so ein Übergang von einem Zustand zu einem anderen Zustand. Das geht genau nur unter dem Buchstaben B. Also schreiben wir den rein. Von 1 nach 3 gibt es einen Pfeil, genau einen Pfeil, und der heißt B. Von 2 nach 2 gibt es keinen Pfeil im Zustandsdiagramm. Dafür haben wir eine Regel auf der vorherigen Slide, die sagt, dann schreiben wir nur das leere Wort rein. Das gleiche übrigens auch für Übergänge von, machen wir das mal gleich, das ist vielleicht eins zu früh. Ja, damit haben wir die Nullerübergänge. Ah, hier ist noch ein Nullerübergang. Von 2 nach 3, ohne andere zu benutzen, haben wir noch einen Pfeil, auf dem steht AB, also vereinigen wir die miteinander, das ist ein regulärer Ausdruck. So, jetzt habe ich hoffentlich alle Nuller durch. Jetzt kommt der induktive Schritt von 0 nach 1. Nehmen wir mal, also hier steht diese Zeile, ja, nehmen wir mal vielleicht gleich diesen Fall, der hier steht. Also von 2 nach 2 unter Verwendung höchstens des Zustands 1 gibt es erstens von 2 nach 2 unter Verwendung des Zustands 0, das steht hier schon, das heißt Epsilon, vereint mit von 2 nach 1 unter Verwendung von 0, ja, also da brauchen wir 2, 1, 0. Das habe ich nicht auf der Slide. Können wir aber drüber nachdenken. Von 2 nach 1 unter Verwendung keines anderen Zustands ist die leere Menge. Von 1 nach 1 unter niemand anderem ist genau A vereinigt B. A vereinigt B mit dem leeren Wort. Und eigentlich ist egal, was danach kommt, weil hier vorne steht eine leere Menge. Die Verkettung von der leeren Menge mit irgendwas anderem ist die leere Menge. Haben wir vorher auf der ersten Slide gehabt. Deswegen bleibt nur noch dieser Teil übrig und deswegen haben wir hier 2, 2, 1. Ja, vielleicht nicht das beste Beispiel beim Durchgehen. Machen wir mal den hier weiter. Von 1 nach 1 unter Verwendung des Zustands 1 ist nach dieser Regel von 1 nach 1 unter Verwendung des Zustands 0, haben wir hier drüben stehen, vereinigt mit von 1 nach 1 unter Verwendung des, von 1 nach 1, ne, weil k ist 0 und k plus 1 ist 1, von 1 nach 1 unter 0 haben wir schon, dann von 1 nach 1 unter 0 mit Stern, das ist genau dieser Ausdruck hier mit Stern, und dann wieder von 1 nach 1 unter 0, das gleiche Ding nochmal, also kann man einfach einen Stern dran lassen und das ist genau der Ausdruck, der da reinsteht. Und Sie können sich überzeugen, dass das gleiche mit 112 und 113 geht. Wo gibt es noch einen interessanten Fall, den ich einmal irgendwie sauber machen muss, glaube ich, ist der letzte. Ja? Mal angenommen, wir haben alle anderen Objekte schon, dann müssen wir uns überlegen, wie wir von 1 nach 3 kommen, unter Verwendung des Zustands 2, höchstens 2, also höchstens Zustände 1 und 2, so. Damit wären wir fast fertig. Wenn wir dann noch die 3 dazu kriegen, dann hätten wir genau den Teil, der uns interessiert, nämlich wie kommen wir von 1 nach 3, also 1 ist der Startzustand, 3 ist der einzige akzeptierende Zustand, unter Verwendung aller Zustände, das wäre dann E133, fangen wir erstmal mit E132 an. Das ist nach dieser Regel, kann man hier oben ablesen, genau das. Und all diese Ausdrücke stehen, wenn wir es der Reihe nach gemacht haben, schon irgendwo hier oben. Und wir können sie also reinkopieren. Das ist das, was Sie genau hier sehen. Von da vereinigt mit dem und dem und dem. Und da taucht ein Epsilon drin auf, das wir auch rauslassen können, wie Sie sich vielleicht überzeugen können. Weil Epsilon ab Stern ist ja nur wieder Epsilon. Und den können wir dann auch direkt rauslassen. So, und damit haben wir unser
Wenn wir jetzt das nochmal mit E13 machen, na, dann können wir uns da oben die Regel nochmal angucken. Schauen wir mal, ob ich es schnell hinkriege. Dazu bräuchten wir E13 mit 2, das ist der Ausdruck, den wir hier drüben haben, vereint mit 1,3 unter Verwendung bis 2, das ist der hier, verkettet mit sich selber, mit einem Stern dran, kommt nichts Neues dazu, bleibt der Ausdruck stehen. Das heißt, das hier, was hier steht, das ist genau die Antwort auf die Frage, das ist der reguläre Ausdruck, der genau die Sprache dieses endlichen Automaten charakterisiert. So, jetzt frage ich mich, ob dieser Beweis, ob dieses Beispiel wirklich hilfreich war oder ob der Beweis eigentlich sauberer war. Vielleicht hilft es, noch einmal anders über den gleichen Beweis nachzudenken. Was ich jetzt machen werde, ist, ich mache im Prinzip den gleichen Beweis nochmal, aber mit einer anderen Art von Notation, welche nicht die Übergangsfunktion berechnet, sondern stattdessen einen neuen, also nicht die Übergangsfunktion iterativ aufbaut, sondern einen neuen Automaten baut, dessen Übergänge allgemeiner sind. Und dieser Beweis stammt übrigens aus dem SIPSAN, der macht den so. Und Sie können ja mal schauen, ob der Ihnen jetzt irgendwie klarer wird. Also im vorherigen Beweis haben wir den Automaten gleich gelassen und haben uns diese Objekte E gebaut mit der erweiterten Übergangsfunktion dieses Automaten. Es gibt aber eine alternative Art von Definition, die einen neuen Typ von Automaten baut, der allgemeinere Übergänge hat, nämlich verallgemeinerte Übergangsfunktionen hat und dann versucht, diesen Automaten zu kondensieren. Und diese Art von Automat, die nennt man einen generalisierten, nicht deterministischen endlichen Automaten. Oder auf Englisch Generalized Non-Deterministic Finite Automaton, GNFA. Und das sind nicht deterministische endliche Automaten, bei denen die Übergänge aus regulären Ausdrücken bestehen. Also nicht nur aus einzelnen Buchstaben, sondern, wenn Sie so wollen, aus verallgemeinerten Übergangsfunktionen. Und der sieht also so aus. Ja, das ist ein Zustandsdiagramm mit endlich vielen Zuständen, wo auf den Pfeilen nicht Buchstaben stehen, sondern reguläre Ausdrücke. Und wir werden den für der Einfachheit halber für unseren Beweis, so macht der SIPSAN das auch, so definieren, dass es ein bisschen ein Spezialfall ist von dieser Klasse von Algorithmen, von Automaten, nämlich ein Typ von Automat oder ein Tupel, so dass es keine Übergänge auf den Startzustand gibt, außer den ersten, der reinkommt, den hier, diesen Pfeil, aber keine anderen Pfeile, die darauf zeigen, und keine Pfeile gibt, die aus dem Accept-Zuständen raus kommen. Frage? Die Frage ist, ob sich dieser Typ von Automat in einen deterministischen endlichen Automaten überführen lässt. Umgekehrt, jeder endliche Automat, deterministisch oder nicht deterministisch, ist notwendigerweise auch so einer. Das werde ich gleich machen. Und dann wissen Sie was, wir machen einfach den Beweis und dann wird es, glaube ich, klar. Ja? Also hier ist nochmal eine Definition davon. Ein generalisierter, nicht deterministischer endlicher Automat, ein GNFA, ist im Prinzip das gleiche wie ein, oder ist ausgebaut, erbt die Struktur eines endlichen Automaten, aber er hat eine andere Übergangsfunktion, die erlaubt uns nämlich Übergänge von beliebigen Zuständen außer dem Accept-Zuständen auf beliebige Zustände außer dem Startzustand und bildet Paare von solchen Zuständen, also definiert diese Übergänge als reguläre Ausdrücke. Und da habe ich jetzt schon direkt geschrieben, weil wir ja gerade schon gesehen haben, dass die Menge der regulären Ausdrücke genau die Menge der regulären Sprachen ist. Deswegen habe ich es mir einfach gemacht. Sonst hätte ich auch sagen können, Abbildung auf einen regulären Ausdruck, auf einen Regex, wenn Sie so wollen. Wobei Q-Start der Startzustand ist und Q-Accept der Endzustand. So, diese Art von Definition, diese mit dem Ohne hier, ist nur, um klarzustellen, dass wir keine Pfeile erlauben, die auf den Startzustand zeigen und keine Pfeile, die aus dem akzeptierten Zustand rausgehen. Das heißt, wenn der Automat in den akzeptierten Zustand geht, dann ist er da.
Und dann müssen wir, das ist die Syntax, jetzt müssen wir noch beschreiben, wie der Automat rechnet. Wie auf vorherigen Slides für die Definition von deterministischen und nicht deterministischen endlichen Automaten, werden wir sagen, so ein Automat akzeptiert ein Wort W genau dann, wenn es eine Folge von Zuständen gibt, sodass der Start, dass der, die Folge im Startzustand anfängt, im Akzeptzustand endet und entlang aller Teilworte WI, das sind selber Worte, nicht Buchstaben, der Nachfolger, also das Teilwort I, in der Sprache des regulären Ausdrucks ist, welcher von dieser Übergangsfunktion da identifiziert wird, der also hier rauskommt als Output. Daneben steht es nochmal. So, und jetzt kommt erstmal quasi ne, die erste Teilantwort auf Ihre Frage. Jeder deterministische endliche Automat und damit auch jeder nicht deterministische endliche Automat ist überführbar in einen generalized nicht deterministisch endlichen Automaten. Und zwar, warum habe ich gesagt, auch jeder nicht deterministische endliche Automat? Naja, ich kann ja aus jedem NFA ein DFA machen erst und dann aus dem DFA ein GNFA. Folgenderweise, nämlich wir fügen einen neuen Startzustand hinzu mit einem Epsilon-Übergang auf den alten Startzustand des alten Automaten. Ist erlaubt, weil der Epsilon-Übergang ein regulärer Ausdruck ist. Dann einen einzelnen neuen Endzustand, von dem alle alten Endzustände mit Epsilon-Übergängen erreicht werden. Auch erlaubt, weil Epsilon-Übergang ist in Reg. Und dann übersetzen wir alle Übergänge des Ursprungsautomaten in reguläre Ausdrücke. Nämlich, was steht auf so einem Pfeil für so einen Übergang von einem DFA? Da steht entweder ein Buchstabe, dann sind wir schon fertig, das ist ein regulärer Ausdruck, oder es steht eine Liste von möglichen Buchstaben, die diesem Übergang entsprechen. Und dann nehmen wir einfach die Vereinigung davon, das ist auch wieder ein regulärer Ausdruck. Und dann, weil in unserer Definition steht, dass die Übergangsfunktion total sein muss, fügen wir noch alle fehlenden Übergänge hinzu und markieren sie mit der leeren Menge, weil die leere Menge ein regulärer Ausdruck ist. Das ändert die Sprache des Automaten nicht, weil ein Übergang mit der leeren Menge heißt ja nur, dieser Übergang existiert nicht, den gibt es nicht. Ja? Es gibt keine Möglichkeit, von diesem Zustand zum anderen Zustand zu kommen. Das ist die Formalisierung der leeren Menge. So, und jetzt machen wir im Prinzip das Gleiche. Jetzt habe ich wieder meine Maus verloren. Wie vorher, wir konstruieren im Prinzip diese verallgemeinerte Übergangsfunktion des DFA. Nur dieses Mal ist der Beweis vielleicht auf eine andere Art intuitiv. Wir machen nämlich Folgendes. Wir machen auch wieder Rekursion auf K, aber dieses Mal ist K die Größe des Zustandsraums dieses generalisierten, nicht deterministischen, endlichen Automaten. Und wir machen eine Veränderung dieses Automaten. Wir minimalisieren den. Und zwar machen wir Folgendes. Wir sagen, naja, okay, wenn der Automat nur noch zwei Zustände hat, dann wissen wir nach der Art und Weise, wie wir die definiert haben, dass diese beiden Zustände genau der Start und der Endzustand sind. Und dann können wir einfach ablesen, was auf dem Pfeil steht, der von Start nach Ende geht. Und das ist ein regulärer Ausdruck. Und dieser reguläre Ausdruck ist genau der, der die Sprache dieses Automaten beschreibt. Weil es ja keine Wege zurückgeben darf zum Startzustand. Und wenn der Automat mehr als zwei Zustände hat, dann gibt es also mindestens einen Zustand in der Mitte zwischen Start und Ende. Der hat eingehende Pfeile und ausgehende Pfeile. Und dann machen wir auf dem eine Operation, die ich Rupfen nennen werde. Ja, wir nehmen diesen Zustand raus und reparieren das, was dadurch passiert. Ja, wenn wir den Zustand rausnehmen, dann haben wir so einen Pfeil, der auf nichts endet und einen Pfeil, der von nichts kommt. Und wir verbinden die wieder miteinander und kleben die zusammen. Und das ist jetzt erlaubt, weil wir diesen generalisierten Übergang haben. Ja? Weil wir also auf diese Pfeile reguläre Ausdrücke schreiben dürfen und nicht mehr nur Buchstaben. Und wie dieser Ausdruck aussieht, den wir kriegen, wenn wir diese Reparatur machen, sehen Sie auf der nächsten Slide. Und er wird Sie an was erinnern, den wir gerade eben im vorherigen Beweis gemacht haben.
Hier ist der Beweis nochmal, oder hier ist er jetzt einmal sauber. Ich habe ihn komplett auf eine Slide gemacht, dadurch ist die sehr geschäftig, aber wir können dann einfach drauf, müssen Sie nicht hin und her flippen, ja, können Sie der Reihe nach durchlesen. Also, ist der gleiche Satz wie vorher. Jede reguläre Sprache, L, wird von einem regulären Ausdruck beschrieben. Wir wissen schon, dass jeder reguläre Ausdruck von einer regulären Sprache zugeordnet ist. Das heißt, diese Rückrichtung ist noch das Einzige, was interessant ist. Dann machen wir jetzt Folgendes. Gegeben sei ein endlicher Automat, M, der diese Sprache erkennt. Und wir nehmen an, es sei ein deterministischer endlicher Automat. Dann machen wir aus dem zunächst mal so einen verallgemeinerten NFA, wie ich gerade eben beschrieben habe, mit diesem Prozess. Ja, also wir fügen den Startzustand hinzu, wir fügen einen akzeptierenden Zustand hinzu mit Epsilon-Übergängen und übersetzen quasi das, was auf dem Zustandsdiagramm vom DFA in den Pfeilen steht, in reguläre Ausdrücke. Und jetzt machen wir einen rekursiven Prozess, also einer, der in jedem Schritt den Automat 1 kleiner macht. Und dazu brauchen wir das Ende der Rekursion. Wir sagen nämlich, wenn der Automat nur noch 2 Zustände hat, dann sind die notwendigerweise Start- und Endzustand. Und dann können wir einfach auslesen, was auf dem Pfeil steht. Und dieser Pfeil ist ein regulärer Ausdruck, welcher genau die Sprache von M darstellt. Und wenn wir mehr als 2 Zustände haben, dann muss es einen beliebigen Zustand geben, den ich den Rupf-Zustand nennen werde. Klang witziger in meinem Kopf, als ich es hingeschrieben habe auf die Slide. Der also noch entfernbar ist, weil er notwendigerweise nicht der Start- oder Endzustand ist. Es gibt nur einen Start- und einen Endzustand, das heißt, wenn der Automat 3 Zustände hat, dann gibt es mindestens einen Zustand, der nicht Start- und nicht Endzustand ist. Oder wenn er mehr als 2 hat, ja, also 3 oder mehr. Dann finden wir einen solchen Zustand, Rupf, und entfernen den, bauen einen neuen generalisierten NFA, der eine neue Zustandsmenge Q' oder auf Englisch Q' hat, gleiches Alphabet, gleichen Start, gleichen aktivierten Zustand und eine neue Übergangsfunktion. Und das macht jetzt genau das, was wir versuchen zu tun. Wir nehmen diesen einen Zustand raus und verklöppeln wieder die Pfeile, die auf dem Zustand endeten vorher und aus ihm rauskamen. Und zwar bauen wir genau diesen neuen Übergang ein. Wir sagen, für Zustände QI und QJ, die in dem reparierten Automaten drin sind, schreiben wir die Übergangsfunktion, das ist ein regulärer Ausdruck, weil es ein G-NFA ist, also die verallgemeinerte Übergangsfunktion des DFA, von I nach J ist alle möglichen Pfade von, wir nennen das erstmal die Ausdrücke R1, R2 Stern, R3, vereinigt mit R4. Das ist offensichtlich ein regulärer Ausdruck, denn es ist die Konkatenation von Ausdrücken, und Vereinigung von Ausdrücken, die höchstens die klinische Hülle enthalten. Und wir definieren sie als R1 ist Übergänge von QI zu dem Zustand, den wir rausrupfen wollen. Und Sie erinnern sich, da steht jetzt nur ein Delta, kein Delta-Stern, aber das ist trotzdem ein regulärer Ausdruck, weil wir ja auf einem generalisierten endlichen Automaten arbeiten. Das heißt, dieses Delta gibt als Ausgabe einen regulären Ausdruck aus. Das ist das, was wir vorher E, I, Rupf, K genannt haben. Ja? Und warum K? Naja, weil dieser neue Automat genau einen Zustand weniger hat. Das ist genau der, wo wir einen weniger gemacht haben. Das ist quasi dieselbe Konstruktion. Ja. Ja, aber das hier ist die Übergangsfunktion von unserem GNFA. Und die bildet ab auf reguläre Ausdrücke. Deswegen ist es ein regulärer Ausdruck. Ist erlaubt. R2 ist genau Übergänge von Rupf nach Rupf unter Verwendung der übrig gebliebenen Zustände. Ja, das sind genau die K, die noch übrig sind, oder eigentlich K-1. Und R3 ist Übergänge von dem Zustand, den wir rausgenommen haben, zu anderen Zuständen, unter Verwendung höchstens der Zustände, die halt noch übrig sind. Und das ist genau die Struktur, die Sie vorher in dem Beweis gesehen haben. Vereinigt mit allen anderen Möglichkeiten, von I nach J zu gehen, ohne jemals diesen Zustand zu benutzen, den wir jetzt rausgerupft haben.
Übrigens, im SIPSA heißt dieser Zustand RIP für Rupf. Ja? So. Okay, und danach machen wir rekursiv weiter. Ja? Also danach haben wir einen neuen generalisierten endlichen Automaten, welcher einen Zustand weniger hat. Und darauf rufen wir den gleichen Prozess wieder auf. Also wir gehen wieder zurück zu 2 und machen weiter. Und irgendwann haben wir notwendigerweise einen kleineren Automaten. Irgendwann haben wir nur noch 2 Zustände und dann sind wir fertig. So, und dann sehen wir, und wissen Sie was, das lese ich jetzt nicht nochmal aus, dass, oder doch, wir machen es, geht ja relativ schnell. Ja? Jetzt zeigen wir, dass diese beiden Automaten, G und G', diese beiden generalisierten NFAs, dass die gleichen Sprachen erkennen. Und im Prinzip ist das jetzt genau das Gleiche, was ich gerade vorher gemacht habe mit dieser generalisierten Übergangsfunktion. Angenommen, wir haben ein Wort, das von G akzeptiert wird, dann gibt es eine akzeptierende Folge von Zuständen, von Start nach Accept. Wenn die den Rupfzustand überhaupt nicht enthält, dann wird es offensichtlich auch von G' akzeptiert, denn es gehört zu dem blauen Teil, zu R4. Wenn diese Sequenz Rupf enthält, dann gibt es darin Nachbarn I und J in der Folge und dann gibt es eine akzeptierende Regel in dieser Übergangsfunktion, die genau weiterführt zu J und damit ist der Automat wieder geheilt und erkennt das Wort auch. Sei umgekehrt W ein Wort, das von G' akzeptiert wird, dann gibt es eine akzeptierende Regel von Start nach Accept und die geht entweder direkt von Start nach Accept, ohne den Rufzustand zu benutzen, oder sie geht über ihn und dann gehört sie offensichtlich in diese Regel rein. Und damit wird er akzeptiert. So, und jetzt ist einmal kurz, weil diese Art von Beweise kommt manchmal vor, ja, das ist die andere Art, Äquivalenz zu zeigen. Ich habe jetzt einmal gesagt, angenommen, es gibt ein Wort, das von dem einen akzeptiert wird, dann wird er auch von dem anderen akzeptiert. Oder angenommen, es gibt ein Wort, das von dem anderen akzeptiert wird, dann wird er auch von dem einen akzeptiert. Jetzt können Sie sich, vielleicht denken sich manche von Ihnen gerade, ich kenne dieses Gefühl, ist das das Gleiche wie zu sagen, wenn ein Wort von G akzeptiert wird, dann auch von G' und wenn ein Wort nicht von G akzeptiert wird, dann auch nicht von G'? Ja, das ist das Gleiche. Überzeugen Sie sich selber davon, dass das das Gleiche ist. Weil diese Art von Beweis werden wir ein paar Mal immer noch wieder sehen in den nächsten paar Vorlesungen. Okay, also, warum haben wir diese Beweise eigentlich gemacht? Ich habe noch so 3 Minuten. Zum einen natürlich, ja, haben wir mal einen etwas schöneren, umfangreichen Beweis gemacht, einer von 1951, direkt aus dem Originalpaper, schön und sauber. Aber das Ganze hilft uns auch dabei, zu verstehen, was eigentlich NFAs machen oder FAs eigentlich machen. Sie bauen nämlich diese regulären Ausdrücke und wir haben gesehen, dass diese Konstruktion dieses G-NFAs, die ich gerade eben gemacht habe, oder die Konstruktion des regulären Ausdrucks zu einem beliebigen FA, wie wir sie davor gemacht haben, dass die zu einem endlichen regulären Ausdruck führt. Ja, dieser String, der da rauskommt, dieser reguläre Ausdruck, der ist nicht unendlich lang. Denn er besteht ja aus genau endlich vielen Schritten, indem wir immer jeweils einen Zustand rausrupfen und dann einen endlichen neuen regulären Ausdruck bauen, der nämlich aus der Vereinigung von endlichen Ausdrücken besteht. Ja? Und das ist was, worüber man mal in Ruhe nachdenken sollte. Dass uns direkt zur nächsten Vorlesung führen wird. Das heißt ja nämlich, dass jede reguläre Sprache, auch reguläre Sprachen, welche unendlich viele Worte enthalten oder unendlich lange Worte enthalten, immer durch einen endlichen regulären Ausdruck beschrieben werden. Das heißt, wenn wir ein Wort haben, das in einer regulären Sprache liegt, dann lässt sich das durch ein Muster ausdrücken, in dem höchstens irgendwo ein Stern vorkommt. Also wo irgendein Muster steht und danach dieses Muster wird beliebig oft wiederholt. Aber eben nicht durch einen beliebig komplizierten Ausdruck, der sich nicht wiederholt. Und das muss uns ja irgendwie Sorgen machen. Ja? Das heißt, dass es irgendwie eine Schranke gibt dessen, wie komplex die Sachen sein können, die wir in einem, durch einen endlichen Automaten oder eben durch einen regulären Ausdruck abbilden können. Ja, also jedes Wort, das von einem endlichen Automaten erkannt wird, hat diese Struktur, dass es entweder einfach endlich ist oder da drin irgendwo so ein Muster steht, das einfach sich immer nur immer wieder wiederholt, das also in so einem Stern vorkommt. Und das gibt uns ein Gefühl dafür, was so schief gehen kann oder was man vielleicht, welche Art von Muster man vielleicht nicht erkennen kann mit dem endlichen Automaten. Als Ausblick darauf gebe ich Ihnen ein konkretes Beispiel dafür, weil in dieser Vorlesung ging es ja darum, mit
regulären Ausdrücken zu arbeiten, wie man an die Grenzen dessen kommt, was man mit endlichen Ausdrücken machen kann. Diese Slides, die ich hier Ihnen immer zeige, die mache ich ja in LaTeX. Ja. Ich habe schon ein paar Slides mit leichten Veränderungen aus dem letzten Mal, als ich die Vorlesung gehalten habe, von vor 2 Jahren. Damals hatte ich noch ein etwas anderes Set an Makros für meine Slides. Ich habe so ein Standard-Set an Makros, die ich immer benutze, die meine ganze Gruppe benutzen muss. Ich zwinge sie dazu. Und da gibt es so eine Struktur, die heißt Ribbon. Das ist dieser graue Strich, den Sie manchmal unten sehen auf den Slides. Früher hatte ich den als LaTeX-Makro mit Backslash, Ribbon, Klammer auf, Text drin, Klammer zu. Und inzwischen habe ich ihn als Environment, also mit Begin, Ribbon, End, Ribbon und dazwischen irgendwas. So, wollte ich meine alten Slides übersetzen, möglichst automatisch, wollte ich mir ein kleines Python-Skript schreiben, das durch alle meine Vorlesungen geht und alle diese Strukturen, Backslash, Ribbon, Klammer auf, irgendein Text, Klammer zu, ersetzt durch Begin, Ribbon, irgendein Text, End, Ribbon. Okay, da habe ich, könnte man ja vielleicht den regulären Ausdruck machen. Schreibe ich irgend so ein tolles, schönes Python-Skript. Ne? Ist aber 2024, da schreibe ich natürlich nicht den regulären Ausdruck selber. Ich frage einfach ChatGPT. So, hier, also auf Englisch natürlich, weil mit meinem Roboter rede ich natürlich Englisch. Ich habe da so eine LaTeX-Source. Kannst du mir bitte einen regulären Ausdruck geben, der alle Strings von dem Typ Backslash Ribbon, Klammer auf, bisschen Ausdruck, Klammer zu, matcht. Ja? Und ChatGPT sagt natürlich, ja gerne, hier ist es in Python, sieht so aus. Import regular expressions, pattern ist ein regulärer Ausdruck, deswegen das R, Backslash Ribbon, 2 Backslash, weil der Backslash muss escaped werden, danach eine geschweifte Klammer, auch wieder escaped, dann ein beliebiger Ausdruck, das ist also beliebiger Buchstabe, mindestens einmal wiederholt, beliebige Sequenz von Buchstaben mindestens einmal wiederholt, geschweifte Klammer zu und dann kann man das somit hier matchen. Ja? Super, sage ich, habe ich benutzt, mal ausprobiert, mein Python-Code sieht ein bisschen anders aus, der ersetzt direkt, der geht durch die ganzen Dinger durch, ersetzt die alle. Ja, dann sage ich, das geht aber nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Text drin, in dem Ribbon drin, noch einen Text-Bold-Font habe zum Beispiel, ja, wenn ich irgendwie fettgeschriebene Text habe, da habe ich ja noch eine Klammer auf und Klammer zu drin. Und dann ersetzt er nur den Teil bis zu der Klammer zu von dem Bold-Font und nicht von dem Ribbon. Gib mir doch mal bitte ein Regular Expression, der beliebig viele Klammern, die sich öffnen und schließen, erkennt und dann am Ende die Klammer, die sich schließt von dem Ribbon. Ja, also beliebige Paare von Klammer auf, Klammer zu. Mach doch das mal. Und dann ist das schlaues Ding, 2024, sagt, ja, ist schwierig. Geht nicht so richtig mit Regex. Weil, er verrät mir aber nicht wie, er behandelt einen ja ein bisschen wie einen Idioten immer. Ne? Und sagt, ich weiß nicht so richtig wie, also na, ich verrate dir nicht, aber ist ein bisschen schwierig. Hier ist ein Beispiel für eine Regular Expression, die noch genau eine Klammer innen drin matchen kann. Ja, wo nicht genau eine, sondern höchstens eine. Ja, wo also in dem Block von Klammer auf, Klammer zu, nochmal ein Klammer auf, Klammer zu stehen darf. Aber nicht mehr. Ja, okay. Und allgemein geht nicht. Da steht da drunter, steht, ja, wenn es allgemeiner machen möchte, ist ein bisschen kompliziert. Sage ich, ja, wie wird das denn aussehen? Dann sagt er, ja, dann sieht der Code so aus. Ist keine Regular Expression mehr, ist was ganz anderes. Und da drin taucht irgendwas auf, das nennt sich Buffer. Oh, Buffer. Ja, aber endliche Automaten haben ja keinen Buffer. Mist. Darüber müssen wir nachdenken. Also, auf diesem Beispiel komme ich wieder zurück. Was wir heute festgestellt haben, ist, dass diese Methoden, die Sie auf Ihrem Rechner haben, Regular Expressions, die Sie zum Beispiel auf Ihre Kommandozeile mit grep aufrufen können, das sind endliche Automaten, die leben auf Ihrem Computer. Jeder reguläre Ausdruck gehört zu einem endlichen Automaten und zu jedem endlichen Automaten gehört ein regulärer Ausdruck, welcher seine erweiterte Übergangsfunktion definiert. Bitte geben Sie mir Feedback. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder.